Der Golf der siebten Generation ist schon seit einem halben Jahr auf der Welt. Nun hat er erfahren, dass seine Vorgänger immer einen Bruder zur Seite hatten. Einen großen Bruder in Form des Variant. Und dieser soll in Amsterdam gesehen worden sein. Also macht sich Golf Nummer 7 kurzerhand auf und sucht nach dem neuen Familienmitglied. Wo ist er denn? Hier vielleicht? Oder hier? Nee, auch nicht. Irgendwo muss er doch sein. Wer sagt's denn? Da ist er ja. Tag, Bruderherz, lass dich mal anschauen. Bislang war es ja immer so, dass sich die D-Säulen und die Rückleuchten optisch stark von denen der Limousine abhoben. Nun setzt der neue Variant auf Gemeinsamkeit. VW hat großen Wert auf das Design gelegt. Seine Linienführung wird von wenigen, dafür härteren Kanten bestimmt. Obwohl der Variant in der Länge nur 3 cm zugelegt hat, wirkt er eleganter und dynamischer als sein Vorgänger. Dass er der Lademeister der Familie ist, wird klar, wenn sich die Heckklappe zum ersten Mal öffnet. Obwohl der neue Variant mindestens 605 bis und das Dach vollgeladen sogar 1620 Liter wegsteckt, ist er flink und wendig geblieben. Egal ob in den engen Gassen Amsterdams oder auf der Landstraße, dieser Variant ist ohne Übertreibung wohl der bislang beste Golf-Variant, den es je gab. Bislang hat sich jeder fünfte Golfkäufer für die Kombi-Version entschieden. Der neue dürfte ähnlich beliebt werden.